Beim Thema Uhren als Geldanlage, da scheiden sich ja die Geister. Und die Preise, welche heute für ganz normale, neue und gebrauchte Uhren bezahlt werden, die scheinen oft vollkommen überzogen. Antike Gold- und Silbertaschenuhren bilden jedoch einen Sonderfall. Und im Prinzip kannst du die auch betrachten wie ganz normale Edelmetalle, eben als Werterhaltungsobjekte. Ich zeige dir hier gleich mal meine Mini-Sammlung, bestehend aus nicht mehr als 4 Savonettes, ganz ohne großartig auf den Aspekt des Wertes oder des Marktpreises einzugehen. Wer sich etwas mit Uhren auskennt, der weiß den schon selbst ganz gut. Und überhaupt, mir geht's in meinen Uhrenvideos ja eher um die Wertschätzung für Kultur und Handwerk, die damit verbunden ist. Bevor es losgeht, verweise ich dich auf die Uhrenselektion auf meiner Webseite. Hier habe ich Modelle mit moderatem Preis, so zwischen 300 und 500 Euro rausgesucht, die als Einsteiger oder als Alltagsuhr interessant sein können und die eben dennoch wertig genug sind, um Qualität zu liefern und einigermaßen renommiert zu sein. Den Preis wert mit anderen Worten. Sieh dich in dieser Auswahl gern mal um, wenn du magst. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ja, kommen wir gleich zur ersten Taschenuhr. Hier haben wir ein Modell von Lange & Söhne Glashütte. Das Modell war in den 20ern und 30ern des vorigen Jahrhunderts durchaus beliebt und wurde auch recht häufig produziert. Das ist also eine Sprungdeckel-Savonette mit 14 Karat Goldgehäuse. Die Uhr bringt es auf ein Gesamtgewicht von ca. 90 Gramm und verbaut ist das neuere und damals günstigere Olive-Werk, welches die Uhren für den internationalen Markt zugänglich machen sollte. Olive bedeutet ja original lange internationales Werk und wenn dich speziell Glashütter-Geschichte interessiert, kannst du dich auf glashütteuhren.de umsehen. Dort findest du dann umfangreiche Infos, auch was es mit den Qualitätsstufen 1A, 1B und 1C auf sich hat, was ja für den Wert und Marktpreis der Uhr durchaus relevant ist. Ja, diese lange Uhr hier kann man vielleicht als Uhr für das Volk beschreiben, die sich damals wie heute auch ein werktätiger Arbeiter leisten konnte bzw. kann. Als nächstes haben wir eine viel jüngere Uhr, die man dennoch sehr selten antrifft und die auf ihre Art auch irgendwie was ganz Besonderes für mich ist. Das ist eine 18 Karat Savonette aus dem Schweizer Hause IWC und gebaut wurde die damals in den 1970ern in sehr kleiner Auflage. Ich vermute mal als Prestigeobjekt und auch Reminiszenz an die Historie des Hauses wurde die damals für ca. 10.000 Mark verkauft. Ja, 18 Karat, also 775er Gold, ist schon eine Hausnummer für Sammler und die sind natürlich auch meist noch wertstabiler als 14 Karat Uhren, durch den höheren Goldgehalt, was ja logisch und verständlich ist. Ja, dadurch, dass die Uhr noch so verhältnismäßig jung ist, ist sie auch in absoluter Top-Verfassung und je besser deine Uhr erhalten ist, desto höher ist natürlich der Wert. Auch das ist nachvollziehbar und selbstverständlich schaut man da auch selbst viel lieber drauf. IWC ist ja heute noch immer, oder besser gesagt wieder, eine Top-Hausnummer unter Luxusuhren. Die Marke wurde übrigens von einem Amerikaner im 19. Jahrhundert gegründet, hatte seitdem einige Turbulenzen und ist spätestens nach der Ära des deutschen Günther Blümlein ab den 1980er Jahren wieder ganz weit oben, was das Renommee anbelangt. Diese kleine Savonette hier mag ich persönlich wirklich gern. Sie fühlt sich praktisch auch an wie eine neu hergestellte Taschenuhr und auch hier schaut man einfach gerne drauf. Das nächste Modell ist dann wieder ein bisschen was Einfacheres oder sagen wir mal von einer Marke, die nicht ganz über das Prestige von Glashütte oder IWC verfügt. Union Horlogère ist Hersteller dieses 14 Karäters aus dem Jahr 1915. Das war also ein Verbund aus Uhrmachern in der Schweiz und Deutschland, der seine beste Zeit bis ungefähr zum Ersten Weltkrieg hatte. In Glashütte war dieser Verbund recht unbeliebt. Es gab hier offenbar viel Preisdruck auf Prestigeuhren, sogar Julius Assmann war kurz in diesem Verbund, stieg aber sehr schnell wieder aus. Dennoch haben wir hier ein wunderbar erhaltenes Modell für das Alter nahezu in perfektem und makellosen Zustand, was, falls du dich für Uhren als Wertanlage interessierst, natürlich wichtig ist. Das Werk, das ist mir auch aufgefallen, arbeitet erstaunlich präzise.
Es läuft quasi nach einer Viertelumdrehung der Krone an und schaut man sich das Werk an, dann erkennt man auch die ein oder andere Komplikation. Union Horlogère Uhren sind heute auf dem Markt recht erschwinglich, vielleicht ganz gut als Einstiegsuhr in diesem Bereich geeignet. Und wenn sie so gut erhalten ist wie diese hier, dann ist sie auch wertstabil. Das vierte Modell ist dann der Prunk meiner kleinen Sammlung, wenn man so will. Hier haben wir wieder eine sehr gut erhaltene 18 Karat Uhr von Lange und Söhne, noch aus der Kaiserzeit. Und ja, Uhren wie diese kommen sie dann auch noch mit Original Box und Zertifikat daher. Die erzielen seit Jahren Höchstpreise auf dem Markt. Diese Savonette hier ist wieder sehr gepflegt. Sie wurde fachmännisch in Glashütte selbst revisioniert und alle Daten inklusive Erstverkauf sind dokumentiert, sodass man tatsächlich von einem zeitlosen Anlageobjekt sprechen kann. Auch hier arbeitet das Herzstück der Uhr absolut tadellos. Es gibt keine Dellen oder Einschränkungen in puncto Funktionalität. Und ja, selbst damals, also vor über 100 Jahren, war diese Art von Uhren im Prinzip nur der Oberschicht vorbehalten. Wie gesagt, aber betrachte ich meine Uhren primär als Kulturgut, was ein moderner Smartwatch-Geek wohl eher nicht nachvollziehen wird. Und ja, ein guter Tipp kann es noch sein, wenn dich Taschenuhren interessieren, sich mal bei Chrono24 durchzuklicken und dortige Angebote länger zu verfolgen. Gerade nicht kommerzielle Anbieter, die ihre Uhr vielleicht aus einem Nachlass erhalten haben, sind oft bereit, dir preislich entgegenzukommen. Ja, lass es mich gern wissen, falls dir was einfällt, falls ich inhaltlich irgendwo daneben liege. Und wenn du magst, sieh dich auch in der handgewählten Uhrenselektion auf meiner Webseite um. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.